Vertriebsfunk, der Podcast zu den Themen Vertrieb, Recruiting und Karriere. Mein Name ist Christopher Funk. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Ich freue mich, dass du zuhörst. Ja, im Prinzip mache ich das ja für dich. Und heute geht es darum, wie du dich weiterentwickelst, wie wir uns weiterentwickeln können und warum wir uns wahrscheinlich weiterentwickeln müssen. Kurz vorab, was für die Mitte und für den Schluss. Ein paar News. Also erste News ist, wir sind jetzt auch als Alexa-Skill verfügbar. Also der Vertriebsfunk ist als Alexa-Skill verfügbar. Das heißt, wenn du eine Alexa hast, dann kannst du Alexa jetzt nach dem Vertriebsfunk fragen. Also Alexa starte Vertriebsfunk oder Alexa spiel Vertriebsfunk. Du kannst auch nach vor und zurück springen. Ich habe es bei mir zu Hause ausprobiert, funktioniert mittlerweile ganz gut. Ja. Ob das Sinn macht mit Alexa oder nicht, ist ein anderes Thema. Ich glaube, dass Sprache immer wichtiger wird, Sprachsteuerung von Computern und so weiter. Und deswegen macht es auch Sinn, sich heute mit solchen Sachen auseinanderzusetzen, egal ob man das jetzt mag oder nicht. Aber wenn man, ja, und das ist ja eigentlich, sind wir schon wieder beim Thema Weiterentwicklung. Manchmal muss man sich halt auch mit Sachen einfach mal auseinandersetzen, auch wenn man die vielleicht blöd findet. Also ja, ich erinnere mich noch an die Diskussion, als die Handys aufgekommen sind, mit wie vielen Leuten man darüber diskutiert hat, ob ein Handy jetzt sinnvoll ist oder nicht. Ja, die Diskussion hat sich mittlerweile erledigt und ja, es gibt relativ wenig Leute, die sich nicht mehr damit beschäftigen. Aber die Leute, die sich früh damit beschäftigt haben, mit dem, was man da alles machen kann und so weiter, haben sicherlich einen Vorteil. Das war die erste News. Die zweite News ist, es gibt eine neue App für Podcasts. Die heißt Upspeak, also UP und dann Speak, Speak. Upspeak, da ist auch der Vertriebsfunk drauf. Und da kann man so eine Community eintreten. Also man kann sich ja in der Community vom Vertriebsfunk anmelden, natürlich auch von anderen Podcasts. Dirk ist da auch drauf und einige, also ziemlich viele andere. Der Burak ist auch da und so weiter. Und man kann da Fragen stellen, per Text oder auch eingesprochen. Und ich kann dann diese Fragen beantworten, auch als Textnachricht. Also es ist eigentlich ein ziemlich cooles Mittel, um zu interagieren. Ein paar Fragen sind da auch schon drin, die ich auch beantwortet habe. Also schau dir mal Upspeak an, ist komplett kostenlos für dich als Nutzer und bietet eine Menge Mehrwert. So, das waren die beiden Ankündigungen. Hinten raus habe ich auch noch was ganz Cooles für dich und auch noch mal was zum Thema Weiterbildung mit einem Sonderpreis. Also, das ist jetzt der Cliffhanger, dranbleiben. So, diese Folge ist mir heute ganz besonders wichtig, weil es geht darum, wie du dich weiterentwickelst. Ich sehe viele Leute, die unzufrieden sind mit dem, wo sie sind, aber nicht in der Lage sind, sich da wegzubewegen. Und ich sehe halt auch Leute, die eigentlich sich bewegen müssten, es aber nicht tun. Und dann sehe ich aber andere Leute, die echt so krass unterwegs sind, die sich wirklich stark nach vorne bewegen, die sich weiterentwickeln, die sich in ihrer Persönlichkeit entwickeln. Und dann habe ich Leute, die ja quasi fast ausschließlich aus ihrer Vergangenheit erzählen. Leute, die jünger sind als ich und eigentlich nur erzählen, was sie irgendwie als Schüler oder als Student oder so erlebt haben. Ja, und deswegen ist mir dieser Podcast ziemlich wichtig, weil ich glaube, dass ist den meisten Menschen, je nachdem natürlich, wo sie sind. Also wenn du kurz vorm Nirvana stehst, dann ist Weiterentwicklung vielleicht nicht mehr so wichtig, aber den meisten Menschen, und ich habe das ja auch in mir selber gesehen, was sich verändert hat, wenn man anfängt, sich selber zu entwickeln. So, und dazu gehört dieser Podcast. Dazu eine kleine Einleitung, also eine Einleitung nach der Einleitung. Ich habe letzte Woche eine Feedback-Mail bekommen über Xing von einem treuen Podcast-Hörer, die mich echt umgeblasen hat, wo halt auch dieses Thema Weiterentwicklung zeigt, was man für Ergebnisse haben kann. Ich lese die gerade mal vor, sind nur ein paar Zeilen. So, also die Mail ist so, mein Lieber, kleine Zusammenfassung, Fragezeichen. Ohne Podcast Vertriebsfunk hätte ich mich nicht so intensiv mit dem Thema Karriere auseinandergesetzt, hätte mich nicht selber bei den dementsprechenden Geschäftsführer gemeldet, nachdem der Headhunter abgesagt hatte. Das heißt, der Headhunter hatte schon abgesagt und er hat den Geschäftsführer nochmal angerufen nach dem Vorstellungsgespräch. Hätte nach der Absage, dann hat er noch eine Absage nach dem dritten Gespräch bekommen, nicht noch einmal angerufen. Das heißt, er hat dann nochmal nachgefasst.
und hätte wohl auch beim jetzigen Arbeitgeber nicht noch eine Abfindung rausgeschlagen, beziehungsweise nicht so hart verhandelt, beziehungsweise mich selber verkauft. Jetzt fange ich bereits im Oktober an, recht schnell bei eigentlich längerer Kündigungsfrist, 40% Gehalt on top. Nochmals vielen Dank, Christopher. Ja gut, das ist so eigentlich einer der Hauptgründe, warum ich diesen Podcast so gerne mache, weil ich halt sehe, dass Leute sich verändern, ja, dass Leute sich entwickeln, dass sie halt Sachen machen, die sie früher nicht gemacht hätten, dass sie auch dahin gehen, wo es weh tut. Und das sind eigentlich genau die Punkte, die ich eigentlich in diesem Podcast dir gerne rüberbringen würde, ne? Also, wir sind unzufrieden und wenn wir unzufrieden sind, dann wollen wir was verändern. Ne? Wir brauchen Input von draußen. Das war jetzt bei dem Beispiel der Podcast, aber das hilft dir überhaupt nichts, wenn du es nicht für dich umsetzt, wenn du nicht was tust. Also das Tun ist da drin. Ne? Und du machst was, was du vorher nicht gemacht hast, weil du es unangenehm fandest, weil du Angst davor hattest. Du gehst in den Schmerz rein. Ja? So, und dann bekommst du ein Ergebnis. Ja, und ja, ist auch ein schönes Motto hier, Vertriebsfunk for better living. Also wenn solche Ergebnisse erzielt werden, und ich bekomme jetzt öfter so ähnliche Feedbacks, dass Leute wirklich was verändert haben an ihrer Karriere, an ihrem Berufsleben, an ihrer Gesundheit, an ihrem Sport, an ihrer Ernährung, dann ist doch alles super. Also dann ist das, was ich hier tue, auf jeden Fall richtig. Ne? So, wie geht das jetzt? Ich habe schon öfter darüber gesprochen, ich will es aber hier nochmal und vielleicht nochmal ganz pointiert machen, weil das ist ja eigentlich das Wichtigste überhaupt. Egal, wo wir sind, egal, was wir tun, egal, wo wir uns verändern wollen, ein besserer Mensch zu werden, ein besserer Partner, ein erfolgreicherer Verkäufer, ein besserer Kollege, ein gesünderer Mensch, was auch immer. Es geht immer um Veränderung und das geht über Schmerz. Und das ist die Botschaft, die hier drin steckt. Ne? Viele Menschen sind unzufrieden mit dem, wo sie jetzt sind, aber sie ändern nichts. Sie ändern nichts. Und das ist ja ein Rezept für Unglück und Unzufriedenheit. Ja, du stehst da, wo du bist damit unzufrieden, aber du bist nicht in der Lage, was zu tun. Ne? So, und dann ist eigentlich immer die Frage, die ich stelle, auch bei meinen Coaches, die hierher kommen, wenn wir sagen, okay, das ist der Status Quo, dann reden wir meistens darüber, okay, das ist das, wo du hin willst. Ja? So, wie viel bist du bereit, dafür zu tun? Wie viel bist du bereit, dafür zu tun? Ja? Und es ist auch bei vielen Leuten, wo ich über Karrierechancen spreche, ja, Leute, die Chancen bekommen, die aber sagen, okay, ich will aber nichts ändern, ich will trotzdem hier meinen 9-to-5-Job machen, und ich sage, okay, das wird nicht funktionieren. Manchmal musst du halt auch richtig, richtig Attacke machen, um weiterzukommen. Du musst auch mal in den Schmerz reingehen. Das heißt nicht, du musst kein Workaholic werden, aber es gibt halt Zeiten, wo du halt wirklich mal mehr machen musst als vorher, um halt was anderes zu erreichen. Manchmal reicht das schon. Manchmal reicht es einfach nur mal mehr zu machen als vorher. Ja? Oft nicht, aber manchmal ist es das schon. Wir reden ja oft im Vertrieb über Schlagzahlen. Ja? Und manchmal reicht es schon, die Schlagzahlen, also einfach das, was du tust, mehr Termine, mehr Telefonate, mehr Angebote zu erhöhen, um einfach ein besseres Ergebnis zu bekommen und ja, besserer Verkäufer zu werden. Ne? So, und ich sehe Leute, die geben alles für ihr Haus, ihren Garten, ihr Hobby, die investieren jede Menge Geld und Zeit in ihr Hobby, in ihr Auto, in ihren Hund oder in ihren Sport. Aber da, wo es wirklich wehtut, da, wo es sich auch wirklich weiterbringen würde, da passiert nichts. Und das, ich finde das traurig. Ne? Ich war mal jetzt auf dem Systemvertrieb vom Dirk, da hat er erzählt von seinem Mindset-Seminar. Und da haben die über eine 90-Tage-Challenge gesprochen. Eine 90-Tage-Challenge. Und die sieht so aus, dass man sagt, okay, du hast ein Ziel und du willst dahin. So 90 Tage gehst du auf Minimum Schlaf. Du gehst auf 5 Stunden Schlaf runter. Du eliminierst alles, was dich ablenkt. Keine Treffen mit Freunden, keine Abendessen, keine Partys, sondern du investierst wirklich 90 Tage. Alles, was du hast, alles, was du geben kannst in dein Ziel. Und das ist krass. Und ich sage dir, wenn du das machst, wirst du gigantische Ergebnisse haben. Das lässt sich gar nicht verhindern. Gut, kann sein, dass du ein paar Freunde weniger hast danach. Aber die das nicht verstehen, sind dann vielleicht auch nicht die richtigen, Stichwort Umfeld. Ne? Also wir sprechen hier auch immer von Komfortzone, ne? Und eine Weiterentwicklung, sagt man, findet immer außerhalb der Komfortzone statt. Die findet immer da, wo Schmerz ist, statt. Ja? Die Frage ist halt immer, lebst du in der Vergangenheit, ja? Oder willst du in der Zukunft leben? Ne? Wahrscheinlich ist beides nicht ganz richtig, weil das war ja auch jetzt bei meiner Alpenüberquerung in dem Podcast der Fall. Du musst halt in der Zukunft leben,
Du musst deine Vergangenheit mit deiner Vergangenheit abgeschlossen haben und du musst die Gegenwart genießen. Das ist eigentlich der Rezept für ein ja, glückliches Leben. Vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber dafür, dass du im Hier und Jetzt auch lebst. Und du brauchst dieses Ziel, ja, und du musst was verändern. Es gibt ja diesen Spruch, der Einstein zugewiesen wird, was wieder nicht stimmt. Ne? Also ich habe es nachgegoogelt. Der heißt, du machst, was passiert, wenn du, also die Definition von Wahnsinn laut Einstein angeblich ist, dasselbe tun und ein anderes Ergebnis erwarten. Ja, also das siehst du ganz oft, dass Leute halt irgendwie einen Job machen oder ein Geschäft vorantreiben, aber sich nicht verändern und erwarten, dass der Output anders wird, dass der Gewinn steigt, dass der Umsatz steigt und so weiter. Und das passiert nicht. Ja, und ja, das hat wahrscheinlich schon so ein bisschen was mit, zumindest mit Realitätsverlust zu tun. Ne? Das Einzige, was die Leute dann vielleicht noch machen, ist Lotto spielen. Aber das ist, ja, ist statistisch gesehen nicht so gut. Dann haben wir noch einen Punkt, der dich an deiner Weiterentwicklung hindert, das ist das Thema Schuld. Ne? Du fängst an, anderen Leuten die Schuld zu geben für die Situation, in der du bist. Und es gibt einen Spruch, das hatten wir hier bei der Nicole Brandes bei der Buchbesprechung von ihrem neuen Buch. Das ist, glaube ich, noch gar nicht on air gewesen hier. Sehr, sehr coole Buchbesprechung. Und der Spruch heißt: Wem du die Schuld gibst, dem gibst du die Macht. Wem du die Schuld gibst, dem gibst du die Macht. Ja? Weil du hast ja nicht mehr die Macht, was zu verändern, weil ja jemand anders schuld ist. Deine Mutter, dein Vater, deine Großeltern, deine Nachbarschaft, deine Lehrer. Auch immer gern genommen, deine erste Freundin, dein erster Freund, dein erster Arbeitgeber und so weiter und so weiter. Wenn du denen die Schuld gibst, dann haben sie auch die Macht. Die haben die Macht, quasi dich daran zu hindern, das zu tun, was du willst. Ja, und na, einfach mal drüber nachdenken. Dann haben wir das Thema Glaubenssätze. Da hatten wir auch mal den Podcast zum Thema deine Einstellung, deine Gewohnheiten, deine Entscheidungen. Ne? Also wenn du halt sagst, okay, Erfolg ist Glückssache und alle Kunden sind Idioten und Verkaufen ist Betrügen, was auch immer du machst, ja, dann wird dich das natürlich daran hindern, nach vorne zu gehen. Ne? Wenn du einen Glaubenssatz hast wie Leben ist Veränderung, ja, und Veränderung ist die Konstante, wird es wahrscheinlich einfacher fallen, dich mit den Mega-Veränderungen, die da draußen gerade stattfinden, auseinanderzusetzen. Ne? Dann gehört sicherlich dazu, sich selbst in Frage zu stellen. Ne? Ich hab einen Spruch gelesen, der heißt, dass ein Fehler, den viele Leute oft und wiederholt machen, ist, dass sie sich darauf konzentrieren, zu beweisen, dass sie Recht haben. Dass sie sich darauf konzentrieren, zu beweisen, dass sie Recht haben. Ja? Anstatt sich darauf zu fokussieren, das beste Ergebnis zu erzielen. Ja, aber die sagen, ja, nee, das funktioniert nicht. So, und dann beweisen sie, dass es nicht funktioniert. Anstatt zu sagen, okay, welche anderen Möglichkeiten gibt es, um dahin zu kommen? Ja? In Englischen steht dann da, also ne, anstatt sich darauf zu fokussieren, das Beste zu erreichen, fokussieren sie sich darauf, Recht zu haben. Und dann steht da, this is the wrong side of right. Also das ist die falsche Seite von Recht haben oder die falsche Seite von richtig. Das fand ich sehr schön. Ne? Also dieses sich selbst in Frage stellen gehört, glaube ich, wirklich dazu, wenn man sich verändern möchte. Ne? Und man sieht das auch bei Top-Performern, die haben so eine Fähigkeit, das nennt man Metakognition. Metakognition. Das heißt, sie beobachten, was sie denken. Und sie beobachten, wie sie denken und beurteilen dann, ob das sie in die richtige Richtung führt oder nicht. Ne? Die machen das, Top-Performer machen das sehr, sehr systematisch. Es ist eine Art ihrer Routine. Ne? Und die Durchschnittsperformer, die sagen meistens, ja, der Fehler lag nicht an mir. Es lag nicht in meiner Kontrolle. Das hatten wir auch schon ein paar Mal, auch bei Cialdini in dem Podcast und so weiter. Ne? Die sagen immer, ja, es war nicht mein Fehler. Mein Gegner hat Glück gehabt, der Kunde war nicht gut drauf. Ja, es war halt Stau auf der Autobahn, die Aufgabe war zu schwer oder ja, es liegt mir einfach nicht, ich bin einfach nicht gemacht für schwierige Verkäufe, ich bin eher für die einfachen Sachen und so weiter. Ne? Die Top-Performer, die fühlen sich halt selber verantwortlich für ihre Fehler und deswegen fühlen sich auch dafür verantwortlich, über die Fehler hinauszugehen. Also das sich selbst in Frage stellen.
Ja? So, das heißt, was ist der nächste Schritt? Die erste Frage ist ja, wo bin ich denn jetzt? Ja? Und wie zufrieden bin ich denn damit? Ne? Und Veränderung ist immer, und das sagen wir im Verkauf auch, ich als Verkäufer muss den Status quo des Kunden challengen. Ne? Weil der sagt ja, nö, ist alles gut, mir geht's prima, und ich gehe dahin und sage, ich habe aber eine bessere Lösung für dich. Ja? Und wir müssen auch unseren eigenen Status quo challengen und sagen, okay, ist das das, wo wir sein wollen? Ja? Und was ist möglich? Wo will ich hin? So, und dann kommt, wie groß ist denn die Entfernung dahin, wo ich hin will? Ne? Und wenn du mit deinem Leben unzufrieden bist und mit den Ergebnissen, die du jetzt erzielst, dann musst du etwas verändern und du musst dich verändern. Oder du fängst halt an, jemandem die Schuld zu geben. Ja? So, und das nächste, was du dann machst, also du guckst erstmal, wo du jetzt bist. Und dann vergleichst du, also, ne, machen wir immer die Vergleiche mit Wanderung, Karte, Kompass und so, vergleichst du, okay, und wo will ich eigentlich sein? Wo will ich hin? So, und das, und die Differenz, das Delta, das ist für dich der Anreiz zur Veränderung. Ja? Und da, wo du hin willst, das sind Ziele, ehrgeizige Ziele. Und diese Ziele helfen dir, in die richtige Richtung zu gehen, und sich zu fokussieren. Ja? Also sehr, sehr erfolgreiche Leute fokussieren ihre Zeit und ihre Anstrengungen auf gerade ganz wenige Prioritäten und sind dann besessen davon, diese Sachen richtig zu machen. Und deswegen sind Ziele so wichtig, weil sie dir helfen zu fokussieren. Es gibt tausend Sachen, die du machen kannst, tausend Sachen, mit denen du dich ablenken kannst. Und dieser Fokus ist halt super wichtig. Das hört sich einfach an, aber es, oder simpel an, aber es ist nicht einfach umzusetzen, dieses Fokussieren. Deswegen sind Ziele so wichtig. Ja, Ziele sind eigentlich nur ein Instrument, aber sie helfen dir halt, sich zu fokussieren. Ne? So, und wenn du diese Ziele hast, dann musst du halt gucken, okay, was fehlt mir denn, um dahin zu kommen? Ne? Was muss ich tun und was muss ich lernen? Und Weiterentwicklung findet immer außerhalb der Komfortzone statt und meistens auch mit Dingen, die du vorher noch nicht wusstest. Ja? Deswegen Input von außen. Das kann sein, ein Coach, das kann ein Mentor sein. Suche ich selber auch noch einen guten Mentor für mich, ja, der vielleicht da ist, wo ich noch hin will. Das ist vielleicht auch ganz wichtig. Ne? Eine Mastermind-Gruppe mit Leuten, die, wo ein paar Leute auch schon weiter sind als du, wo man sich austauschen kann und Leute, die auf demselben Weg sind. Freunde, die halt auch in die Richtung gehen. Man nennt das ja dann auch Modeling of Excellence, ne? Dass du sagst, okay, wenn andere da schon hingekommen sind, ne, wenn andere schon Top-Verkäufer sind, wenn andere schon Nummer 1 sind, wie haben die denn das gemacht? Weil meistens kannst du das von denen übernehmen. Ne? Und da vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Spruch. Du musst die Botschaft vom Absender trennen. Ne? Selbst wenn du sagst, ja, das ist ja ein Idiot und ein Arschloch und was weiß ich und ein Betrüger. Aber wenn der eine Methode hat, die funktioniert und die ethisch okay ist, dann kannst du die ja trotzdem für dich nutzen. Oder ja, der ist so komisch auf der Bühne und so weiter. Aber wenn der dir was erzählt, was Sinn macht, dann nimm das doch mit. Es gibt so viele Leute, die sagen, ja, der Höller, nee, der war ja mal im Knast, da gehe ich nicht hin. What? Das heißt, der hat nichts zu erzählen, was dich weiterbringt, weil er mal im Knast war? Ehrlich jetzt? Ja, also, ne, die Botschaft vom Absender trennen. Ja? Wie lernst du? Du kannst Podcasts hören, du kannst Bücher lesen, du kannst Bücher hören, du kannst auf Seminare gehen. Du kannst Hörbücher hören, du kannst hier mit unserem Partner vom Vertriebsfunk, mit Blinkist, der Buchzusammenfassung reinblasen. Ne? Was lässt du in deinen Kopf rein? Wie entwickelst du dich weiter? Also ohne Input von außen, ohne zu sehen, okay, was ist Neues, was machen andere, womit haben andere Erfolg, was ich vielleicht noch nicht geschafft habe, wird es sehr, sehr schwierig. Ja? Nur dasselbe zu wiederholen, was du bis jetzt gemacht hast, wird dich wahrscheinlich nicht weiterbringen. Ja? So, und dann der Grundsatz, den ich immer sage, dann versuche zu den Besten zu gehören in deinem Gebiet. Versuche immer besser zu werden. Was machen die Besten in deinem Gebiet? Was muss ich tun, um dahin zu kommen? Ja? Und wenn du danach strebst und dich dahin bewegst, dann wirst du erfolgreicher sein. Es wird nicht so über Nacht kommen, typischerweise. Manchmal kommt man in so einen Flow rein. Also ich habe auch schon Zeiten gehabt, wo echt alles funktioniert hat, wo es nur nach vorne ging. Da waren wir aber auch wirklich in einem Flow und in einem Sog. Weil die meisten Zeiten ist so, du gehst drei Schritte vor und zwei zurück.
Und manchmal gehst du 3 oder 4 zurück. Da musst du halt nachher ein bisschen weiter vorgehen. Das ist harte Arbeit. Aber es wird dich nach vorne bringen und es wird dich verändern. Und allein durch diese Veränderung wirst du wahrscheinlich ein anderer Mensch werden und wahrscheinlich ein besserer Mensch. Also man sagt ja immer, das Investment in dich selber, nicht in dein Auto, nicht in dein Haus, nicht in deinen teuren Luxusurlaub, sondern das Investment in dich selbst, in das, was hier in deinem Kopf und in deinem Herzen passiert und in deinem Bauch. Das ist das beste Investment, das du machen kannst. Ja, dazu gehört natürlich Disziplin, aber wenn du den Podcast ein bisschen länger her hörst, dann weißt du das, darauf gehe ich jetzt nicht ein. Ja, zum Schluss noch ein paar Zitate, bevor ich nochmal zusammenfasse und noch zum Thema Weiterbildung nochmal komme. Eins meiner absoluten Lieblingszitate, das stand früher auch bei uns auf der Website, ich mache es jetzt mal auf Englisch und übersetze es dann, das ist Life shrinks and expands in proportion to one's courage. Das von Anais Nin, Schriftstellerin. Das heißt, das Leben schrumpft und erweitert sich im Verhältnis zu unserem Mut. Und ich finde, das ist so wahr. Das ist so wahr. Wenn wir keinen Mut haben, wenn wir Angst haben, gehen wir nicht auf Leute zu, sprechen nicht mit denen und plötzlich sprichst du mit jemandem oder das bringt dich immer zum Gespräch und du hast einen tollen Abend, dein Leben hat sich wieder erweitert. Ne? Und je mehr du dich in dich selber verkriechst, weil du Angst hast, rauszugehen, umso mehr schrumpft dein Leben zusammen, bis es nur noch auf dich bezogen ist. Und wir sind halt ein Mensch, der auf Gesellschaft angewiesen ist, auf die Gemeinschaft. Ne? Dann haben wir noch Brian Tracy. Der sagt, Personal Development is a major time saver, also persönliche Entwicklung ist ein riesen Zeitsparer. The better you become, the less time it takes you to achieve your goals. Also je besser du wirst, umso weniger Zeit brauchst du, um deine Ziele zu erreichen. Brian Tracy. Ja. Oder Ralph Waldo Emerson sagt, the only person you are destined to become is the person you decide to be. Also die einzige Person, die du bestimmt bist zu werden, ist die Person, die du entscheidest zu sein. Das ist krass. So, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Also es geht darum, wie du dich weiterentwickelst. Ja, viele Leute sind unzufrieden mit dem, wo sie heute sind, aber sie machen halt nichts. Sie verändern sich nicht. Ja? Und die erste Frage, die du dir stellen musst, ist, okay, wie viel bist du bereit zu geben? Um wirklich was für dich zu erreichen. Und manchmal musst du dann halt auch alles geben, um einen Schritt weiter zu kommen. Du musst nicht immer alles geben. Ja, du hast ja auch noch Freunde und Familie, aber vielleicht mal für einen Zeitraum, wo du sagst, okay, jetzt gebe ich alles. Ja, und ich sehe das, ich habe ja letztes Jahr eine neue Firma aufgemacht mit einem Partner und das ist so krass, was der an Energie und Power da reingesteckt hat, um das Ding nach vorne zu treiben. Also ich habe auch was reingesteckt, aber nicht die 100%, weil ich habe ein paar andere Sachen, aber der hat wirklich alles da reingegeben, der hat wirklich Vollgas gegeben und das war eigentlich auch eine der Hauptsachen, dass es so durch die Decke gegangen ist. Wirklich sehr, sehr cool. Ja. So, wir müssen aus der Komfortzone raus. Wir müssen aufhören, immer dasselbe zu machen und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Wir müssen aufhören, anderen die Schuld für unseren Zustand zu geben, sondern uns selber in die Verantwortung zu nehmen. Wir müssen über unsere Glaubenssätze nachdenken, ja, wenn wir die falschen Glaubenssätze haben, wenn wir nicht vom Fleck kommen. Wir müssen uns ein Stück weit selber in Frage stellen, ja. Wir müssen nicht versuchen zu beweisen, dass wir Recht haben, sondern wir müssen uns darum kümmern, das beste Ergebnis zu erzielen. Das fand ich sehr, sehr cool. Wir müssen den Standort bestimmen und sagen, okay, wo wollen wir denn hin? Dann ehrgeizige Ziele setzen, dann Input von draußen reinholen und dann anfangen, der Beste zu werden in dem, was wir tun. So, und dann geht es Stück für Stück nach vorne. Da gibt es noch einen sehr schönen Spruch, den habe ich heute Morgen bei der Meditation gehört, der heißt, Hindernisse versperren nicht deinen Weg. Sie sind der Weg. So, das war der Podcast zu dem, wie du dich weiterentwickelst. Jetzt hier hinten raus. Es gibt mal einen Podcast mit dem Thorsten Frerk von der Firma PTV. Die machen unter anderem Vertriebsoptimierung und Routenplanung. Super, super cooles Thema. Mega modern. Da passiert im Moment ganz, ganz viel. Auch Logistikoptimierung und so weiter. Und die machen einmal im Jahr einen ziemlich exklusiven Kongress, der dieses Jahr am 24. und 25. September in Frankfurt stattfindet. Und also erstens mal, da werde ich auch auf der Bühne sein. Ich werde einen Impulsvortrag halten zum Thema
Recruiting der Zukunft, das neue Recruiting-Paradigma. Und es wird eine Podiumsdiskussion geben, wo ich mich einbringen darf. Das heißt, es ist eine Chance, wenn du Spaß daran hast, mich mal persönlich kennenzulernen. Da werde ich auch nicht den ganzen Tag so gefordert sein. Da habe ich auch Zeit, mal, mich mal intensiver zu unterhalten. Da sind ziemlich coole Speaker am Start bei diesem Forum. Das heißt Fit for Profit. Also da geht es um die Power vom Geomarketing, um intelligente Außendienstplanung, coole Beispiele. Da wird auch einer der Oberbosse von Porsche da sein und einen Vortrag halten. Es geht um Prozessoptimierung bei der Tourenplanung. Also echt spannende Themen für Leute, die sich halt gerade mit so neuen Sachen auseinandersetzen. Das Ganze gibt es auch hier nur über den Vertriebsfunk zu einem Sonderpreis. Wir haben dann ein paar Tickets zur Verfügung gestellt bekommen von PTV. Super nett. Vielen Dank nochmal an den Thorsten Frerk. Gibt es auch einen Podcast mit ihm. Ein sehr, sehr cooler Vertriebsleiter. Das heißt, es gibt die regulären Tickets kosten jetzt 449 Euro plus Mehrwertsteuer. Und wenn du die jetzt buchst bei PTV, also einfach nach PTV suchen, Fit for, oder nach Fit for Profit einfach eingeben, dann findest du das. Kannst du dich anmelden und gibst unten als Stichwort Vertriebsfunk ein, dann bekommst du die Tickets für dich oder auch für deine Kollegen zum halben Preis. Ja, so, dann sind wir mit dieser Folge am Ende. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen rüberbringen, was mich da so bewegt. Ich finde das ein sehr, sehr wichtiges, eines der wichtigsten Themen überhaupt. Und deswegen bin ich da emotional auch involvierter. Nochmal ganz kurz, wenn du Alexa hast, probier mal den Vertriebsfunk als Skill aus. Bin ich mal gespannt, was du sagst. Gib mir Feedback, ob und wie das funktioniert. Und schau dir mal Upspeak an, die App. Einfach runterladen, Upspeak aus dem App Store oder aus dem, wie auch immer das heißt, bei Android, Google Play Store oder sowas. Einfach mal anschauen, mal eine Frage stellen oder ein paar Grüße rüberwachsen lassen. Würde mich auch interessieren, wie du damit umgehst. Andere Leute haben da schon eine riesen Community aufgebaut. Wir haben noch gar nichts. Also das ist vielleicht auch nochmal eine ganz gute Methode, dass wir hier miteinander uns intensiver austauschen. So, das war die Folge vom Vertriebsfunk. Ich hoffe, es war was für dich dabei. Ich gehe ja nicht davon aus, es war was für dich dabei. Das sage ich jetzt einfach mal so. Ich bin dankbar dafür, dass du mir zuhörst. Vielen, vielen Dank für die tollen Feedbacks, die ihr mir reinschickt. Ja, also das macht mich sehr, sehr froh, wenn ich so positive Sachen kriege und bestätigt mich auch ein bisschen in dem oder ganz bestimmt in dem, was ich hier tue. Ich freue mich, dass du dabei gewesen bist. Ich freue mich, dass du mir zuhörst oder auf YouTube zusiehst oder bei LinkedIn mit mir interagierst. Also auch darüber freue ich mich natürlich und ich freue mich auf das nächste Mal mit dir und bis dahin, gib alles. Dein Christopher Funk. Tschüss. Wenn du noch mehr lernen willst über Karriere, Vertrieb, mehr Umsatz und sicheres Wachstum, dann schau dir doch noch ein paar andere Videos an, die wir hier haben oder abonniere den Kanal, dann wirst du automatisch informiert, wenn was Neues kommt und du verpasst keine Folge mehr.